Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Narona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsnersport. Er hätte viele aus Stahl. Nein! Ninja Warriors, ich bin parat. 160 Athletinnen und Athleten haben in den letzten Wochen für den heutigen Tag gekämpft. Die einen waren erfolgreich. Benjamin Blaser! Das ist ganz großes Ninja! Switzerland! Und der Mann, der Blaser, ein geiles Sieg! Die anderen weniger. Vor dem Start hatten sie alle den gleichen Traum, den Einzug ins große Finale von Ninja Warrior Switzerland. Schafft es zum ersten Mal in Europa jemand auf den Mount Midoriyama und das innerhalb der vorgegebenen Zeit und gewinnt damit das Preisgeld von 100.000 Schweizer Franken. Diese 25 haben es geschafft, ihrem Traum ein Stück näher zu kommen. Denn die Teilnahme am Finale ist nur ein erstes Ziel. Der große Showdown steht erst bevor. Und dafür wird nicht nur hart, sondern auch kreativ trainiert. Der Kampf um den Titel ist eröffnet. Sehr schön, komm! Das ist die große Finalshow. Und zur Eishufe! Von Ninja Warrior Switzerland. Madi, come on! So eine richtige Maschine, die dort auf dem Chemie oben steht. Krasseste Show der Schweiz und dann noch mit dem ganz grossen Finale. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Da ist Ninja Switzerland! Über 1000 Schweizerinnen und Schweizer haben sich beworben, in der Hoffnung, sie werden der erste Ninja Warrior aus der Schweiz. 160 haben wir mitgenommen in die Show und jetzt stellen wir sie euch vor. Das sind sie, unsere 25 Finalisten. Der Sandro Scheibler, Christian Balkheimer, Michael Rindisbacher, Daniel Brunner, Samuel Weber, Dominik Karlin, Daniel Müller, Oskar Dietschi, Warren Verboom, Mike Strasser, Benjamin Weber, Mahdi Limper, Raul Waltensbühl, Marco Müller, Simon Weiss, Marco Vogel, Moritz Alder, Florian Wohlgenannt, Arthur Schreiber, Noah Häfliger, Raphael Müller, Jesse Lehmann-Meyer, Stefan Wies, Patrick Sonderegger und Billy Bühler. Ja, und die Krönung der Härte ist er. Der in ganz Europa unbezwungene, über 20 Meter hohe Mount Midoriyama. Das Matterhorn war gestern und auch die eigene Nordwand ist nur ein Bundesratsreisli im Vergleich zu ihm. Er ist der Lord of the Mounts. Wer es bis dort aufschafft, wird erster Ninja Warrior Switzerland und gönnt uns ein unglaubliches Preisgeld von 100.000 Schweizer Franken. Startet wird in die erste Runde mit 9 bitter bösen Hindernissen. Wer in die zweite Runde kommen will, der muss all diese Hindernisse packen, ohne dass das Wasser auch nur ein bisschen duschiert. Und um das Ganze noch etwas schwieriger zu machen, haben wir noch ein kleines Zeitlimit eingebaut. Das Ganze muss nämlich absolviert werden innerhalb von nur 3 Minuten. 4 Runden gibt es insgesamt für unsere Athleten. Die müssen sie bezwingen. Wie du richtig sagst, es geht auch auf die Zeit.
Und das ist anders als in der Vorrunde. Und dann irgendeiner steht vor ihm, vor dem Mount Midoriyama. Und wer dann dort raufkommt, den Mount Midoriyama bezwingt, besteigt, der gewinnt dann unseren grossen Ninja Warrior Pokal. Ja, aber jeder lange, harte Weg, der fängt mit dem ersten Schritt an. Und dann kommen noch vier weitere, weil auch im Finale startet unser Parkour mit dem altbekannten Fünfsprung. Ja, und wie er komplett aussieht, das zeigt uns wie immer der schwarze Ninja. Auch im ersten Finalparkour ist der Auftakt der altbekannte Fünfsprung. Zum Treten Y bringt einmal den Laternenmast und direkt an Land. Koordination und Timing sind einmal mehr am Spinnennetz gefragt. Per Trampolin geht es rauf zum Trapez und von dort aus ins Cargonetz. Das muss wie immer unten durchstiegen werden. Und dann warten drei schwingende Pneu. Da ist vor allem Griffkraft und Technik gefragt. Die 4,25 m hohe Wand ist im Finale nur gerade eine Zwischenstation. Hat man die bezwungen, geht es direkt zu den Mikado-Stäben. Nur sind da im Vergleich zu der Vorrunde ein paar verschwunden und es stehen nur noch 5 zur Verfügung, um ans rettende Ufer zu kommen. Weiter geht's über die gewackelige Brücke und anschliessend darauf ins Chemie zum Buzzer in der ersten Finalrunde. Wichtig, all das muss in nur gerade 3 Minuten geschafft werden. Sonst ist man aus. Voilà, der Parkour, der ist ready. Finalisten, die sind heiß. Gehen wir runter zu unserer Ninja Havel, weil die fühlt ein bisschen das Publikum. Also ich glaube nicht, Herr Bachmann und Herr Baumann, dass unser Publikum hier im Hallenstadion ein Warm-up braucht. Nein, zeigt der Schweiz, was eine Finalparty ist. Auf unser Publikum ist Verlass und darum legen wir gleich los mit dem ersten Finalist, dem Billy Bühler. Also jetzt, als ich im Finale stehe, ist die Motivation viel grösser, als ich gedacht hätte. Der Ehrgeiz ist auch da, um wirklich die 100'000 mit heimzunehmen. Der BB, nicht Brigitte Bardot, aber der Billy Bühler. Er ist 31, kommt aus dem Kreis Kaib in Zürich und rockt jetzt den Parkour Maximilian. Vorsprung für ihn, kein Problem. Er hat auch schon in der Vorrunde hat er den souverän gemacht. Aber da wird es jetzt schwierig, das Umtreten Y zum Lattenmast. Oh, sehr schön. Starke Leistung. Er hat Griffkraft, aber nicht nur mit den Fingern, sondern den ganzen Arm. Voilà. Sehr schön, er ist ein guter Kletterer, das kommt ihm dort gut. Schwingt sich in das Cargonetz und das Ganze auch sehr schnell, oder? Und das ist ja unser erster Kandidat. Was kommt denn da noch vor? Das ist ja unglaublich. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt er zu den schwingenden Pneu. Das, was ihr daheim am Auto habt, gibt es da oben in der Luft. Der packt das. Ich sag das, der packt das, Chris. Sieht sehr gut aus von der Billy Bühler. Griffkraft ist seine ganz grosse Stärke, hat er mir gesagt. Oh, er ist kurz. Greift oben rein. Sehr gut. Boah, das kostet richtig viel Kraft. Auch sein Gewicht kommt ihm da zu gut. Er ist nur 62 Kilo schwer, der Billy Bühler. Jetzt ein bisschen Schwung, ja, Bauchmuskeln. Schwung mitnehmen. Ui. Ganz wichtig, den Schwung mitnehmen an den nächsten Pneu. Nein. Sehr gut, was? Billy Bühler. Billy, du Monster. Kein Problem, aber Zeit könnte zum Problem werden. 1 Minute 20, seine Freunde führen richtig an. Es sieht gut aus, er hat total 3 Minuten Zeit, also fast noch 2. Er darf nicht in die Wand reinrennen, er muss raufschauen. Und hier verliert er Zeit. Er verliert aber auch sein T-Shirt, sehen wir hier. Ja, er verliert auch sein T-Shirt. Das ist nicht so schlimm mit Zeit momentan, denke ich. Weil das wird wahrscheinlich leider nicht mehr länger. Ja. Aber... Oh! Ja, Billy! Billy! Schnell, schnell, Gas! Weiter, schnell! So, jetzt schnell. Ist es aber richtig knapp. Da ist der Fight passiert. Er ist Chemie nicht draufgekommen. Das heisst, das wird sein grösstes Problem ab jetzt. Ich glaube nicht, weißt du warum nicht? Er kommt gar nicht bis zum Chemie. Oh. Es ist Zeit. Also, er müsste so richtig, richtig, richtig Gas geben. Das probiert er und macht er logischerweise jetzt auch in diesen Mikado-Stäben. Billy, jetzt musst du Gas geben! Nein, 23 Sekunden, es wird nicht lange, er wird nicht in die zweite Finalrunde kommen, aber eine Wahnsinnsleistung. Er weiss es noch nicht, wir sehen es, oder? Er sieht keine Uhr, schwingt sich jetzt zum nächsten Pole. Wie ein Pole-Tänzer. Ja, nein. Für den Billy Bühler wird es in dem Moment kühler. Und zwar viel kühler. Aber trotzdem, er wird gefeiert von seinen Freunden. Trampolin,
über zu dieser fixen Eckstange. Sehr guten Schwung hat der Billy. Da ist er auch sehr schnell ins Cargonetz übergekommen. Wir nennen auch Billy Flughund. Das ist ein bisschen eine Frechheit, wenn man den letzten hier einarmig nimmt. Und da kommt er beim zweiten Versuch rauf. Hey, mit 1,74 Meter, Chris. Mein Run ist gut gelaufen, bis ich runtergefallen bin, kann man sagen. Ich hatte definitiv zu viel Anziehungskraft von der Erde, leider. Ich konnte nicht fliegen wie ein Ninja. Ja. Das ist er! Ja! Raffi, du bist ein Ninja! Ich bin Müller Raphael, bin 30, wohne in Nietliburg. Also der Weg ins Finale war ziemlich anstrengend durch den Parkour. Natürlich eben der härteste Parkour der Welt. Das Schwierige an der Finalqualifikation war, dass die Griffkraft mit der Zeit nachgelassen hat. Und durch das natürlich halt ich am einen Teil dann rausgeflogen bin. Zeitlich hat es dann doch noch gelangt. Ich bin dann gleich noch ins Finale gekommen und freue mich mega. Jetzt am Umtreten Y zum Laternenmast. Wow! Reisst ab, fies mit auf. Er nimmt die Säulen entgegen, als wäre sein Schatz daheim. Spinnennetz. Nein! Raphael! Das gibt eine Rippenquetschung. Ja, das ist hart. Und du kommst so weit bis ins Finale von Ninja Warrior Switzerland. Und dann ist es out da bei einem. Man kann sagen, einfach Hindernis. Der hat dann noch unser ganzes Inventar ruiniert. Schau mal, da leidet der Skiwerfer neben dem Spinnennetz. Er hat zu viel Seitenlage ab dem Sprung da. Ja. Ganz klar, verfehlt die Plattform. Es ist ein Element, wo ganz viele Leute Angst haben vor einem Flüchtigkeitsfehler. Das ist jetzt passiert. Der Jesse Lemmenmeier, 22, ist er, nur 66 Kilo leicht. Und er fliegt hier förmlich über den Vollsprung. Genau, muss sich gar nicht sichern mit seinen Händen im Vollsprung. Und auch hier, sein tiefes Gewicht kommt ihm hier entgegen. Schau mal. Der drückt ihn noch dagegen, gell? Der drückt ihn mal weg dort. Langsam, Jesse! Geht richtig Gas, er weiss, es geht um Zeit. Schau mal, wie schnell der unterwegs ist. Mann. Aber jetzt kein Flüchtigkeitsfehler. Souverän. Unglaublich. Souverän. 30 Sekunden und schon das vierte Hindernis hinter sich. Das ist der absolute Knüller. Oh. Und jetzt Griffkraft. Die schwingenden Pneus. Sehr gut, Jesse. Er macht Parkour, aber da. Uiuiui, das sieht jetzt ziemlich brenzlig aus. Ja, er ist nicht der pure Kletterer. Oder er macht Parkour, wie du richtig sagst. Er skatet, er snowboardet. Lenkt die Griffkraft in die Leber. Ui! Ui! Jesse! Oh, der Parkour ist wirklich wie Brot. Irgendwann wird es hart. Ja, das ist schon ein Moment, wo es hart wird. Da schafft es nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Er schwingt schräg. Das hat er schon beim ersten Reifen gehabt, das Problem. Und kommt nicht mit dem Griff über die Kante. Und so rührt es ihn halt ab ins Wasser. Und dann macht er den Fisch. Dann macht er Fisch. Mit aus der Schräglage keine Frage zum Fisch. Dann auf der Matte und nicht auf dem Tisch. Egal. Ich bin Sandro Scheibler, bin 18 und komme von Auftrigen. Also im Finallauf habe ich schon noch Respekt vor dem zweiten Element, wo man muss die Tonne hinaufgumpen. Aber ich denke, mit ein bisschen Geschicklichkeit und auch ein bisschen Glück sollte man das schon machen können. Der Sandro Scheibler, der ist frisch geschlüpft, der hat noch Eierschalen hinter den Ohren, ist unser jüngster Teilnehmer im ganzen Finalfeld. Aber er hat Eier. Und die hat er uns schon mal bewiesen, und zwar in der Finalqualifikation. Der Mann hat richtig etwas drauf. Ja, das ist genau so, wie man es machen muss. Beine hoch auf den Herd, das schafft er mit Leichtigkeit. Zum Glück ist der Körperschwerpunkt noch eher nach vorne gewesen, sonst hat er ihn zurückkatapultiert ins Wasser. Er hat Beine richtig hoch aufreißen, dass er sich einhängen kann. Für einen, der Parkour macht, definitiv kein Problem. Das kann er. Distanzen einschätzen, schwingen. Yes, im Element. Er hat einen eigenen Trainingsparkour eingerichtet auf seinem Bio-Bauernhof. Also der Mann, der weiss ungefähr, um was es geht, ziemlich genau sogar. Im Moment hat er bald 1 Minute erst gebraucht von den 3 Minuten, die er insgesamt hat. Und steckt schon am fünften Hindernis. Weißt du, Maximilian? Das ist der Erste. Der Erste, den wir dort oben sehen am Chemie. Der Jüngste ist heute vielleicht der Beste. Die Frage ist, kommt er da mit genug Schwing an der Reifen über? Oh! Ganz easy! Jawohl!
und zu uns rauf. Sehr schön, komm, schau mal. Keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren, schnell. Eineinhalb Minuten hat er noch verliert an Zeit. Das ist aber immer noch machbar. Jawohl. Yes, sir, yes, sir. Gang ab, gang ab. Gang, gang, gang. So, jetzt muss er Gas geben. Wir haben noch eineinhalb Minuten auf der Uhr. Jetzt bei Mikado steht der Sandro Scheibler in Offtrigen runter. Und jetzt wird es hart. Jetzt muss er sich fixieren mit den Händen. Hat nur die Hände, nachher, wenn er schwingen muss und muss Höhe gewinnen, macht er perfekt an. Nochmal die Schwungkraft, die wir vorhin schon gesehen haben. Oh nein! Nein! Das ist hart. Das ist hart. Das ist jetzt kurz. Schwingt er nicht genug, hat viel Stress, weil die Zeit halt doch gegen ihn läuft und verwünscht den letzten mit Kaderstab nicht. Er ernährt sich gesund, das sieht man, oder? Kommt von einem Bio-Bauernhof. Mit 18 unglaublich souverän. Da sehen wir den letzten Schwung, da hätte er noch einen mehr müssen. Die Beine sind höher rauf, viel höher rauf. Und man sieht es in der Verlangsamung, er kommt auch nicht an den Griff hin. Er verpasst die Stange ein bisschen mit der einen Hand. Hol dir doch zuerst einmal noch ein Küsschen ab von der Christina, von deinem Schatz, um dich ein bisschen zu trösten. Ja. Erzähl uns, er hat ja 6 Jahre trainiert für diesen Parkour. Wie müssen wir uns das vorstellen? Viel Arbeit und vor allem Motivation. Also nie aufgeben, immer weiter schauen, immer vorher schauen. Also jeden Tag? Sozusagen. Also zwischen muss man Pause haben und sich auch ausruhen, damit man zum nächsten Training wieder mag. Und noch ein bisschen genug Zeit hat auch für Christina, oder? Genau. Jetzt lernst du einfach am besten Pole Dance, damit du ihm dann kannst zeigen, wie dir das mit diesen Stangen geht, okay? Und dann sehen wir dich nächstes Jahr wieder, weil du bist 18, du bist der jüngste Kandidat oder einer der jüngsten und direkt im Finale kommen. Du hast noch so viel Zeit für deine Ninja-Karriere. Ich hoffe, du kämpfst weiter. Definitiv, ja. Bis nächstes Jahr. Ich bin der Noah, Flash Ninja. Ich bin 24 und komme aus Offtrigen. Noah Häfliger hier bei uns im Finale. Er nennt sich selber Flash Ninja. Ist eigentlich schon in der Vorrunde nicht die Wand drauf gekommen. Die Zeit hat ihn dann aber eine Runde weitergedrückt und in der Finalqualifikation hat es auch nicht geschafft. Aber die Zeit hat ihn auch dort ins Finale gedrückt. Uiuiui, so kommt er auf einen Laternenmast. Und da hat er sich jetzt ganz lustig. Er darf nicht oben. Ja, gut. Noah. Das ist jetzt wirklich ein flashiger Auftritt. Nein, dort oben darfst du eben nicht haben, Noah. Ja, das ist hart. Das ist Nervosität. Und das ist lustigerweise, nein, ich darf nicht sagen lustigerweise, man muss sagen tragischerweise, hat er mir das vor dem Wettkampf, heute vor dem Finale noch gesagt. Nervosität wird mein grosses Problem. Die Enttäuschung ist, wenn man von 1 bis 100 würde zählen, bei 100. Weil ich eigentlich nicht einmal zeigen konnte, was ich so drauf habe. Laternenmast nicht geschafft, dafür noch eine eigene Laterne eingebaut, die hellste Laterne im Ninja-Parkour. Moritz Alder, Sportlehrer, Kletterer, Surfer. Wenn wir 2 Buchstaben umkehren in seinem Nachnamen, dann könnte er durch den Parkour fliegen. Wenn ich rausgehe, wie gehe ich dort raus, wo ich es am wenigsten erwarte? Er hat in der Vorrunde und in der Finalqualifikation alle Hindernisse souverän gepackt. Das macht er jetzt am umgedrehten Y zum Laternenmast. Das ist jetzt gerade noch mal gut gekommen. All der Schwede. So ein Zittermastpartie gesehen. Überspielen jetzt nochmal. Also es gibt Leute, die da schneller durchgegangen sind bis jetzt. Ist so. Aber er ist parat, er hat alles geschafft, das muss man immer wissen, an das muss man immer denken, er macht das alles souverän und da darf man nicht zu weit runterkommen, wenn man sonst mit dem T-Shirt im Wasser landet und dann ist man draus. Genau, das passiert zum Glück bei ihm nicht, er hangelt sich raus dort und kommt jetzt zu diesen schwingenden Pneu. Also wenn du oben kannst sein an den schwingenden Pneu, dann bist du gut und sonst wirst du halt dann zum Apnoe-Taucher. Jetzt hoffen wir, dass das bei ihm wirklich nicht der Fall ist. Du bist ein Teufelskerl! Appell, Appell zum nächsten Pneu! Richtig gut! Dann geht's weiter. Alter, du bist ein Teufel! Gib Gas! Er braucht uns jetzt im Fall wirklich nicht, er muss Gas geben. Noch 1 Minute 30 Zeit. Mikado steht. Das ist richtig ein heftiges Hindernis. Alles gut, das schafft er. Seine Spannweite in den Arm. Auf dort. Zieh dich nochmal näher. Als würde ihn Maximilian zulassen, als Einziger in dieser Halle. Schwingt er sich noch hoch. Das schafft er. Der schafft das. Ja! Du wildes Hirsch! Der
schafft das jetzt. Gib Gas, eine Minute noch. Das wird der Erste sein, der am Kämmi oben ist. Ganz wichtig, um eine Runde weiterzukommen, um in die zweite Finalrunde zu kommen, muss man den Ball abbrechen. Moritz, alter Schwede, das ist ja nicht normal. Liebes Publikum, liebe Freunde daheim, Moritz Alder wird der erste Mann sein, wo sie die zweite Runde schafft, wenn da nichts mehr schief geht. Da geht nichts mehr schief. Wir haben eine der zweiten Runde. Weiss! Publikum machen Wärme im Hallenstadion. Weiss, du kannst rein. Moritz Alder! Alder! Der Alder hat es geschafft, Alder! Ich glaube, das war das Warm-up. Liebe Freunde daheim, die Schweiz ist ein Ninja-Nationli, ganzes kleines. Und das, was Moritz Alder uns gerade gezeigt hat, ist ganz, ganz grosses Ninja. Moritz, das ist ja der Hammer. Mega, du bist ja noch nie in einem Ninja-Parkour und rockst das Ding, bist direkt im Finale gekommen. Und jetzt komme ich drauf, was bedeutet dir das? Das ist geil, das ist mein Style. Ich bin Mahdi Limpa, 19 Jahre alt, ich wohne in Deutschland. Am meisten Respekt habe ich von diesem Trampolinsprung zu dieser Stange, weil ich ganz selten, also ich glaube es drei oder viermal in meinem Leben gesprungen auf dem Trampolin, mehr nicht. Mit 19 bin ich einer der Jüngsten über den Parkour. Wow, mit hey! Hey! Yes, du wilder Hund! Er ist mit 56 Kilo unser leichtester Teilnehmer vom Finale. Am Anfang meint man, es geht gut und irgendwann sitzt man brüllend in der Küche. Jetzt hoffen wir aber, dass er das Chemi drauf kommt. Er verliert viel Zeit. Wir sind jetzt bei zwei Minuten, die er noch hat. Eine hat er schon verloren. Ui. Ich denke, wenn alles gut läuft, es ist immer noch machbar. Er hat einen riesen Willen. Jawohl! Im Afghanistan geboren und jetzt sitzt er bei der Wand. Schon fast gehoben, so schnell kommt er. Nochmal schnell zurück, Konzentration und auf der Wand. Yes! Okay. Madi, come okay. On! Come on! Jetzt weiter! Und Feuerwehrstange da ab. Und jetzt kommt sein Element. Er ist der leichteste Athlet im Finale. Er ist nicht viel breiter als so ein Mikado-Stab. Jetzt mal schauen, ob ihm das reicht, rüberzukommen. Der Mann hat ein schwieriges Leben gehabt. Er ist erst vor eineinhalb Jahren adoptiert worden und hat darum eine Bewilligung, in Deutschland zu leben. Und der rockt jetzt da so einiges. Aber Zeit läuft. Ja, es ist im Moment gut läuft. Dran. Es ist, glaube ich, immer noch möglich, weil nachher verliert man nicht mehr viel Zeit. Der kommt rauf. Der kommt rauf, Chris. Schau mal. Sein Künstlername wie Maschine. Und das zeigt er uns da. Madi fliegt. Der hat er locker. Nein. Weißt du warum? Er landet viel zu weit unter der Stange. Ja, und warum macht er das? Weil er zu wenig Schwung hat. Danke vielmals, Chris. Ich hätte es nicht besser können sagen. Madi, du bist super. Das war super. Du siehst, er hebt sich an den Zechen. Wow, starke Zechen, der Madi. Und da ist das, was du gesagt hast. Er hat zu wenig Schwung und nicht bis ganz weit führen und mag es zu unterst nicht mehr heben. Ja, und er verpasst den Griff, wie du siehst. Er verpasst den Griff. Und wirklich, man darf sie nicht umarmen. Man darf aber anlängen. Vielleicht haben sie einfach Angst, dort zuzugreifen. Ich heiße Florian Wohlgenannt, komme aus Langeneck und bin 20 Jahre alt. Im letzten Lauf waren die schwierigsten Elemente für mich die Hangelstäbe am Schluss vor der Wall. Und im Vorderhimmelsleiter waren die Schwungräder. Dort ist alles noch gut gegangen eigentlich, von der Kraft her. Aber ab der Himmelsleiter dann ist mir auf einen Touch die Kraft ausgegangen. Ich werde Ninja Warrior Switzerland, weil mir mein Bruder in den Arsch getreten hat. Warum gewinnen wir eigentlich Ninja Warrior? Wenn wir trainiert haben, du Dummkopf. 99, 98, 97. Sein grösser Bruder, sein älterer Bruder ist das Vorbild. Der Jüngere es schafft, der Ältere nicht. Hier alles souverän. Sehr souverän, ruhig. Gut, jetzt kommt er da richtig Schwung über, fliegt über die Trampolinhürde ins Reck und dann nachher schön ins Cargonetz. Das Cargonetz ist ihm wohl gesandt, im Herr wohl genannt. Und er hat wieder die super Superman-Söcken an. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie gescheit das ist. Ah, er verliert aber viel Zeit. Er verliert viel Zeit. Chris, so, Florian, jetzt nicht mehr lange trödeln. Gell? Jetzt müssen wir ein Ziel vor Augen haben. Gib Gas.
Die schwingenden Pneu. In meinen Augen kein Problem für den Florian. Holt Schwung, das ist sehr intelligent. Holt Schwung am Apfelschwanz hinten. Führen, sehr gut. Und... Oh, ja. Oh nein, verpasst ihn. Verliert. Ab jetzt heisst es beissen. Ab jetzt heisst es beissen. Hat Zeit, wo wirklich... Oh. Sehr gut, schau jetzt. Jetzt musst du aber Gas geben. Ah, und gerade. Hey. Du hast noch 1,30 Gas, Florian. Gas, komm. Komm, hoch die Wand. Die Wand auf im Stress, das muss an. Er kann das, aber es ist das erste Mal, wo er die Wand macht, weil er ist in der Vorrunde nicht bis zu der Wand gekommen. Das heisst, das ist ein Hindernis, das er sich noch nicht gewohnt ist. Und das sehen wir da. Nein, Fleru! Komm, raus, Aufschauen! Das schafft er. Nein. Und ich sage das, Chris, es ist wirklich Tatsache. Er hat in der Vorrunde die Wand nicht machen müssen. Er ist vorher ausgeschieden mit einer sehr guten Zeit. Ist er darum sehr weit gekommen, ist weitergekommen in die Finalqualifikation. Und darum ist er sich das einfach nicht gewohnt. Er hat die Wand nicht gekannt. Und das haut ihn dann raus aus Ninja Warrior Switzerland im Finale. Grosse Leistung bis dahin. Ich habe die Wand noch nie zu Hause probiert oder auch sonst irgendwo. Und habe sie dann ein bisschen unterschätzt und konnte die dritte nicht richtig ansetzen. Ich hatte sehr Spaß, aber bin nicht enttäuscht. So ein bisschen wie im Skifahren, oder? Wir wollen immer, dass die Österreicher vorne sind, am Schluss sind sie es nicht. Außer manchmal. Also praktisch immer. Also ja, eigentlich immer. Samuel Weber von Zofingen, ich bin 23. Ich freue mich mega, dass ich das Finale geschafft habe, weil jetzt kommen die coolen Obstacles und ich freue mich, dass ich teilnehmen kann. Es ist ein mega cooler Run, cooler Event. Das ist einfach gut, was er da zeigt und ist sehr souverän in der Zeit. 2,5 Minuten hat er noch. Ja, das ist ein ganz starkes Ninja, das er da macht. Oh, beiss sich unten durch. Sehr schön. Und jetzt sind zu den schwingenden Pneu. Nicht zu viel Zeit verlieren, Samuel. Das kostet viel Zeit. Wollt ihr anspringen, oder was? Er geht alles mental noch mal durch. Wie so ein Skirennfahrer. Ja, aber also der Parkour muss nicht mental durchgehen, denke ich. Oder? Er ist drei Pneu, die hängen, einen vom... Aber er macht es gut. Oh doch, er nimmt richtig schön viel Schwung mit. Das hätte wahrscheinlich sogar gelangt. Jetzt nimmt er noch mal eine extra Runde. Oh! Sehr clever, hat aber fast falsch umgriffen. Parkour! Okay! Geil! Jetzt ist auf die Post! Weiter! Er hat schon wieder den Basel drücken dort. Schnell! Eine halbe Minute da durch. Nein, er verlauft sich. Kommt aus Zofingen und verlauft sich. Mann! Jetzt hat dann der Parkour niemand erklärt, Gott, oh, und er hat mir gesagt, dass seine grösste Sorge sind die Mikado-Stäbe. Und da ist er jetzt. Hat viel Zeit verloren. 1,5 Minuten hat er aber trotzdem noch. Da ist eine Maschine. Er hat hier passen, er hat nicht mehr gewusst, wo durch. Das letzte Mal ist er halt da hinten runtergelaufen. Das Mal geht es weiter. Oh. Er rutscht mit der Hand. Flieg! Nein, ja! Bis dich rauf! Er ist eben doch ein Ninja! Das ist grosses Ninja. Und zwar eine Lehrstunde für alle, 1 Minute noch. Und jetzt, in dem Moment, geht es über die wackelige Brücke. Hey! Samuel, Zeit! Der ist von einem anderen Planet, was macht der? Jetzt hört er auf! Der kommt dort rauf. Wir haben den zweiten Ninja-Athlet wie uns am Basel, der zweite, der in die Finalrunde 2 kommt. Ich halte es nicht mehr aus. Halt's noch ein bisschen aus, Maximilian. Witzig. Mit offenen Schuhbändeln. Eine halbe Minute Zeitführung und das, obwohl es ist verantwortlich. Samuel Weber, willkommen in Runde 2. Der Samuel Weber nimmt den zweiten Rundenkleber. Wenn man dort oben ist und den Basel drückt, das ist das beste Gefühl auf der Welt. Das ist wirklich Hammer, unbeschreiblich. Auf so einem kleinen Parkour kann sich wirklich nur ein Mensch aus Zofingen verlaufen, oder? Sam, was für ein Lauf! Aber ein paar Sachen musst du uns schnell erklären. Gehen wir es doch Stück für Stück durch. Also, zuerst einmal der Salto, der gar nicht notwendig war. Dir war schon klar, dass das auf die Zeit geht? Natürlich ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme. Und von dem her ist es nicht mehr darauf angekommen. Okay, Frage Nummer 2. Du visualisierst den Parkour, aber dort oben bei den Jungs hast du es durcheinander gehabt. Das hast du vergessen zu visualisieren? Ich habe sie gefragt, was für Zeit ist, wie viel Zeit das noch hat. Ich weiss nicht, sie haben es nicht sagen. Ich habe mich nicht so gerne gehabt.
Ja, sie dürfen dir wahrscheinlich nicht helfen. Okay, gut. Und dann hast du dich heben an den Mikado-Stab. Was für ein Wille. Ist es der Wille gewesen oder ist es Griffkraft gewesen? Ja, schwierig zu sagen, weiss auch nicht. Glück! Also es gibt Leute, die sagen, dein Durchhaltewille ist höher als der Mount Midoriyama. Sam, wir wollen dich dort oben sehen. Abgemacht. Abgemacht. Deal. Bis später in dem Fall auf dem Mount Midoriyama. Weißt du, was machen wir für den Samuel das nächste Mal? Nein. Anstatt des Chemie bauen wir dort einen Kielenturm. Dann weiss auch er, was für Zeit das ist, oder? Mein alter Freund Raoul Waltenspiel aus Niederlands. Nein! Doch! Was? Hey! Raoul! Das kann nur einer aus Niederlands! Ja, das war ein Niederschlänzer, kann man so sagen. Nein, aber das ist ja Wahnsinn, was der da macht. Ich bin erstaunt, dass so wenige Athleten wirklich Probleme haben am Laternenmast. Bei ihm ist es aber auch gerade noch mal gut gegangen. Sehr schön. Oh, das ist eine richtige Flugeinlage. Und jetzt Bein voran! Nein! Ja, der Sprung ans Reck, das ist gut gegangen und dann habe ich mich jetzt verschätzt beim Sprung ins Netz und hatte dort die Füße eigentlich drin gehabt, bin dann aber leider mit den Händen abgerutscht. Das ist sehr schnell gegangen. Habe ich nichts machen. Was für ein Held, was für ein Vorzeigeathlet, was für eine Maschine. Ja, es gibt noch einen Haufen weitere Begriffe für euch zuhause, wenn ihr jetzt gewinnt in unserem Wettbewerb. Du willst genauso fit sein wie unsere Ninjas? Dann gewinne jetzt dein Jahresabo von Update Fitness im Wert von 690 Franken. Beantworte einfach unsere Gewinnspielfrage. Wie heißt das finale Hindernis bei Ninja Warrior Switzerland? A. Mount Midoriyama oder B. Matterhorn? Sende deine Antwort via SMS oder rufe uns unter 0901 590 999 an. Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sport. Willkommen zurück bei Ninja Warrior Switzerland. Ja, unsere Finalisten kämpfen um den Höhepunkt in dieser Show. Wer schafft es auf dem Mount Midoriyama? Also, ich bin der Oskar Dietschi, komme aus Jona und bin 20. Ich habe vor 2 Stunden ein Telefon bekommen. Es ist jemand krank. Und ich werde der Nächste von der Liste, der am Finale mitmachen darf. Ich mache mich sofort bereit und gehe los. Er ist ein Ersatz, und zwar für den kranken Ninja Warrior Athlet, den Benjamin Blaser. Jetzt wünschen wir ihm da viel Glück als Nachzüger im Finale. Voilà, jetzt bin ich schwingender Pneu, peu à peu, oh. Und hinter dran das Feu. Oh, schau mal das Gesicht, dort leidet es. Also, verliert sehr viel Zeit. Ja, ich glaube, das kann er nicht mehr heben. Nein, da verliert er wahnsinnig viel Zeit. Einfach zuerst stabilisieren und neu anfangen mit dem Schwung, aber nur noch 1 Minute für die Wand mit Kaderstern. Weißt du, wenn du mal so einen Schwung bist, einen Schwung in der Luft stabilisieren, ist nicht ganz einfach. Das Hindernis, vor dem man am meisten Angst hat, hat er mir vorher gesagt. Stark, Farbe in Farbe. Der will es aber wissen, der hat es pressant geschafft, das ist dir. Extrem schnell. Nein. Das sind sage und schreibe 30 Sekunden um und er hängt schon im Karbonetz. Ich glaube, der muss zum Zahnarzt. Wege? Der hat es pressant. Das ist ja wahnsinnig. Wenn du aber zum Zahnarzt musst, ist es sicher nicht pressant. Hallo, ich bin mit Sport. Ich wollte eigentlich gar nicht zu dem. Wow, schau jetzt. Ich sage dir, der wird im Fall da jetzt ordentlich durchkommen. Und da haben wir zum Beispiel Flash Ninja oder Noah Häfliger an der Seite, der mitläuft. Ah! Wow, das ist eine Ninja-Family. Jetzt nochmal. Schauen, angeführt von seinen Gegnern, angeführt nicht nur vom Feuer hinten dran, auch von seinen Gegnern. Ja, ist ein bisschen Zappel, Philipp, aber das macht jetzt da nichts. Da kommt die Wand locker drauf, da bin ich mir sicher. Christian, genau. Das ist am schönsten Vornamen der Welt. Okay, Gas geben, boom, Gas geben. Boom, weiter. Jetzt gibt er Gas. Sehen wir jetzt dann bald schon den dritten Athlet hier oben
auf dem Chemie und dann auch in der zweiten Finalrunde von Ninja Warriors Switzerland. Einer aus Deutschland. Das ist wirklich krass, die haben eine ganze Ninja League, oder? Das ist eine Familie, das Ninja-Fieber, das greift jetzt hier in der Schweiz langsam auf. Jetzt merke ich das erste Mal, er mag langsam nicht mehr. Nein. Es hat übersäuert in den Oberarm. Christian, das ist hier kein Freibad, ne? Der letzte Schwung hat gefehlt, oder? Der kommt halt aus dem Ruhrpott, der hat zu wenig Berge und fährt zu wenig Tiefschnee. Dort lernt man schwingen, zum Beispiel. Christian, ich freue mich immer, wenn Menschen, die mit einem, sagen wir mal, auffälligen Kostüm reingehen und dann so eine Leistung bringen. Man sollte nie Vorurteile haben. Das finde ich mega geil. Hast du gemerkt, dass deine Ninja-Kollegen dich begleitet haben, Noah und Raffi? Auf jeden Fall. Also es ist quasi mega die Familie. Jeder feuert sich gegenseitig an. Jeder gönnt jedem den Sieg und es ist einfach eine super Atmosphäre hier. Und du gehörst zu unserer Familie. Wir wünschen dir alles Gute, Christian. Ich bin Benny Weber, ich bin 22 und komme aus Liestal in Baselbiet. Also in der Finalqualifikation war das schwierigste Element sicher das nach der Himmelsleiter. Und die Himmelsleiter natürlich auch. Die Stangen, die du von Plattform zu Plattform gumpeln musst, das war enorm schwierig. Jetzt im Finale zu sein, ist ein mega tolles Gefühl. Es macht wirklich Spass, an diesem Event teilzunehmen. Und ja, ich kann eigentlich nur noch gewinnen. Ich habe keinen Druck und ich freue mich einfach auf das Finale jetzt. Ja. Ein Kletterer kommt jetzt aus Bubendorf, 22, der Benjamin Weber. Der bouldert 8A+. Also es gibt nicht viel mehr Schwierigkeitsgrade als der. Und wenn er in Anführungszeichen die einfache Element schafft wie das und wenn es dann wirklich wieder um Oberkörperkraft geht und Klettern, dann ist er einer der grossen Favoriten. Ja, also ab jetzt sind wir ihn ganz sicher bei dem Kaderstab, weil er mit seinen Kletterskills da glaube ich nicht rausgehen wird. Mit so einem Palmares ab jetzt kein Stress. Ja, siehst du, souverän mit den Füßen voran, macht das alles richtig da. Die Fans unten sind richtige Ninjas. Die haben sich noch ein bisschen etwas überlegt. Es sind gar keine Fans, es sind alles Athleten dort. Samurais, Ninjas und dann alle Athleten, die mittlerweile mitlaufen. Schau mal, das ist... Es ist eine Family, es ist eine Ninja-Family. Wir werden gerade Zeugen von einer Ninja-Familie, die gegründet worden ist. Und zum Glück, das zeigt auch, dass diese Sportart nie olympisch wird. Da wird es nie Nation gegen Nation gehen. Oh. Und da ist ein Kampf, das hätte ich nie gedacht. Benny! Happy und ja, okay. Exit, sehr schön. Die Wand, kein Problem für den Mann. Also. Da haben wir noch schon praktisch bei uns oben. Zeit schauen wir an, er ist gut in der Zeit. 1 Minute 30. Jawohl! Sehr gut, Benny! Vollgas! Boom! Und schau jetzt, der Benny, der bringt nur 68 Kilo auf die Waage. Das ist jetzt ein riesen Vorteil bei diesem Mikado-Stab. Der Benny, der hebt sich auch an dem letzten Stab. Sonst schaufel ich mir hier oben mein Grab. Aber er hat an den schwingenden Pneu wahnsinnig viel Griffkraft verloren. Und das sieht man da, er ist schon wirklich am Beissen. Und jetzt wollen wir schauen, er muss mit den Füßen fixieren. Wenn er das schafft, dann glaube ich, sehen wir ihn hier oben im Chemi. Nein. Oh! Yes! 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 Das ist nicht mehr menschlich. Zeit! Das ist ein Katz in einem Kostüm! Ein Katz in einem Menschenkostüm! Benny, gib Gas! Nur noch 40 Sekunden, Benny! Gib Gas! Benny, komm mal! Jetzt schnell! 30! 30 Sekunden fürs Chemi! 30 Sekunden nur noch! Ich glaube, er gehört uns nicht, er sieht die Zeit nicht. Ab dort sieht er die Zeit, neben dem Chemi sieht er die Zeit, er weiß. Benny, du hast noch 20 Sekunden! Okay. Er weiß, er muss Gas geben. Oh nein. Aber Gas geben sieht anders aus, Benny. Gas geben sieht anders aus. Das halbe Stadion ist am Toben. Er gibt alles. Er pumpt da raus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Der schafft es. Der schafft es. Nein. 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 Der ist auspowered. Was für eine Leistung, Benny Weber. Da fehlt ihm Kraft und der Saft. Ja, aber ich verstehe das nicht.
in Chemie. Benni, eine Sekunde. Wie gross ist deine Enttäuschung? Also verständlicherweise sehr gross. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt bei diversen Hindernissen ganz knapp gemeistert. Von dem her, besser hätte ich eigentlich nicht können sein. Aber so ist jetzt natürlich gemein, dass die eine Sekunde gefehlt hat. Aber du hast ja lässige Freunde. Was hat es mit dem Kostüm auf sich? Also das ist einerseits meine Freundin, mein bester Kollege und mein Bruder, der mich hier sehr gut unterstützt. Und ich habe nichts gewusst von diesem Kostüm, von dem her lustig. Du bist ein grossartiger Athlet. Benni, alles Gute. Merci, merci. Benni. Ganz ein wichtiger Punkt, den ich von dir wissen möchte. Du hast dich da aufgekämpft. Du hast viel Zeit verloren. Es hat nur noch ganz wenig Zeit auf der Uhr gehabt, um das Chemie draufzugehen. Was ist dort passiert in dem Chemie? Ich hätte nie gedacht, dass du dort scheiterst, dass du dort so lange brauchst. Die Batterie war einfach leer. Hast du nicht mehr gegeben? Nein, wirklich nicht mehr. Sehr starke Leistung, Benni. Ganz einen grossen Applaus für dich. Danke, bist du da gewesen. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, hey, warum haben wir keine Frauen im Finale? Wir haben doch so grossartige Sportlerinnen gesehen in den letzten Wochen. Dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich weiss auch nicht, was da schief gelaufen ist. Darum holen wir sie uns doch nochmal zurück. Zumindest in Gedanken, das sind die schönsten Momente von grossartigen Sportlerinnen. Au! Let's do this! Zeigen, dass eine zweifache Mutter das auch mal schaffen. Ich habe Hühnerhaut an Lassenkörper. Nein! Nein! Nicht einfach ein Abgang, sondern einen richtig schönen Abgang zum Geniessen. Yes! Yes! Unglaublich! Ja! Doch! Big und jetzt! I'm the next Ninja Warrior! Ich bin Marco Vogel, bin 24 und komme vom Kanton Glaris, wohne in Niederurne. Ich bin bereit und freue mich auch. Das ist der Marco Vogel hier in der Finalshow von Ninja Warrior Switzerland. Ein Kasten von einem Mann. Ui, ui, ui. Kann er den Kasten auch belasten? Ja, locker, oh, locker. Er fliegt fast durch das Cargonetz durch. Er ist auch sehr schnell. Schau mal, erst bei 30 Sekunden, hat noch 2,5 Minuten. Ja, weißt, ich muss mir mal vorstellen, 84 Kilo frisch Fleisch und der Mann bouldert, also der weiss, um was es geht beim Klettern. Nein, aber einfach nimmt es nicht locker. Aber das war seine Taktik. Er denkt sich, mit einer Hand habe ich mehr Schwung. Muss das ein bisschen korrigieren. Boah. Jetzt greif um. Alle die Athleten gehen das erste Mal über das Element. Diese Wand, kein Problem für ihn. Da ist nein, ganz Boom. Klar, kein Problem. Abklatschen. Tschüss, weiter, viel Glück. Und er ist der, der am schnellsten ist, jetzt vor dem Mikado-Stab. Hat noch 1 Minute 45. Ui! Ui. Oh, er muss sie nehmen! Sehr gut, sehr gut. Da hätte ich wahrscheinlich schon zu den Nächsten gegriffen und wäre rausgefallen. Ja, weißt du, grundsätzlich könnte sich jetzt auch noch ein Picknick gönnen, ein kleines. Wahrscheinlich etwas ohne Kohlenhydrat, wenn ich den Körper anschaue, braucht. Aber höher, er muss gleich raufgehen. Kohlenhydrat schon, einfach kein Weizen, das verklebt. Der Dinkelmann. Jetzt ich schwinge an die Stange. Der packt das, der packt das. Aber es ist viel Gewicht, 84 aber Kilo. Hebt die! Nein! Nein! Er hat sich wie können heben, ist gar noch nicht am Beckenboden angekommen, aber zu spät. Ein Angriff, ein Ninja-Angriff aufs Cargonetz. Super. Cargonetz hat keine Chance, logischerweise. Nimmt da viel Schwung mit, aber du siehst, auch er ist am Leiden und das ist ein Muskelpaket. Ja, und da noch ein
Einfach für die Show. Finde ich grossartig gemacht. Die Wand, kein Problem. Und jetzt und kommt jetzt da der springende Punkt. Jetzt schauen wir nochmal Konzentration. Da geht sein Auge ins Wasser. Jetzt rutscht er, vor dem Absprung rutscht er ab. Und da an der Mikado-Stange eh. Also wirklich, ah ja, da kann er noch lange heben, da bringt es ja wirklich nicht mehr. Es ist wirklich spannend, dass alle zusammen irgendwie bei diesen Mikado-Stäben das Gefühl haben, man kann es nur mit den Händen heben, aber es geht nicht. Also wenn du den Flug abfangen willst, musst du mit den Schuhsohlen an die Stange. Und sonst, glaube ich, bist du draussen, hast keine Chance, weil mit den Händen kannst du es nicht heben. BBT, BBT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BBT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Mehr unter bbt.com. Daniel Müller. Spinnennetz, als wäre es eine Autobahn. Packt er ganz einfach. Er hat mir aber gezeigt, dass seine grösste Sorge ist das Zeitlimit, dass er in 3 Minuten nicht drüber kommt. Nein! Das ist nicht menschlich! Oh. Schau mal. An den schwingenden Rädern. Was macht er jetzt an diesen schwingenden Rädern? Das ist der schnellste Dani Müller, den ich je gesehen habe. Wow. Dani. Ja, der hat so viel Zeit gespart dort. Der nimmt nur einen Schwung mit bei der Rückstange und geht da wirklich souverän auch da durch mit dem Griff oben. Ja, so schön, sieht sogar noch elegant aus. Erst 1 Minute und schon an der Wand. Bis jetzt, glaube ich, einer von der allerschnellsten gewesen jetzt, aber komm zu uns rauf. Hat Zeit, mit seinen Fans noch schnell zu reden. Da sind zwei Hände. Da ist der Dani Müller. Und da geht's weiter. Okay, boom, alles geben. Der hat noch Zeit, uns anzuschauen. Unglaublich. 1 Minute 40 noch auf der Uhr. Und wenn man ihm ins Gesicht schaut, da ist alles noch sehr ruhig, noch sehr souverän. Jetzt viel Glück bei dem Mikado-Stab, Dani Müller. Zuerst mal viel Schwung übernehmen zum Ersten. Der bringt den Safe an, muss Höhe gewinnen. Sein grosser Traum oder im Leben, er will unbedingt der Erste sein, der auf dem Mount Midoriyama hochkommt in Europa. Da musst du jetzt durch, Dani. Wenn du der Erste sein musst. Höher. Weil, schau mal, er kämpft jetzt schon. Ja. Das tut jetzt schon weh. Ui, ui, ui. Ich glaube, es übersäuert langsam. Jetzt muss er noch einen grossen Schwung. Nein, das lange nicht. Nein, nie. Zeit war wirklich sein Freund gewesen, in dem Fall. Obwohl wir es ja eigentlich gemacht haben, dass Zeit der Feind ist. Aber für ihn ist Zeit wie gar kein Thema mehr gewesen. Der ist so schnell da durch. Also ich bin gar nicht enttäuscht. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Und werde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Das ist unmenschlich. Das haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. Also. Das ist unmenschlich, wie der sich da drüber reißt. Boah, souverän auf. Machst du nicht Ventilator? Und da ist jetzt genau der springende Punkt. Er versucht, rutscht auch oben ab und kann die Stange nicht greifen. Ich habe ihm noch zugeschrauen. Flieg! Flieg! Und er fliegt ins Wasser. Mein Name ist Daniel Brunner, ich bin 37 und komme aus Uetikamsee. Der Mann ist 10 Kilo schwerer als alle anderen, sogar und der als zweiter folgt. Unglaublich, und das wird zur Herausforderung hier bei uns bei der Mikado-Stab. Kann man so viel Muskelgewicht, Muskelmasse haben? Ja, das aber hat natürlich Reichweite. Das bringt ihm dann wieder etwas. Jetzt sind wir hier an den schwingenden Pneus. Zeit ist alles noch gut, wir sind bei 2 Minuten. Lass los, das Seil, das ist nicht einmal. Da darf er nicht abstehen. Nein! Okay, also ganz klar, erstens die Länge und zweitens das Gewicht. Anders kann ich mir das nicht erklären, was gerade passiert ist. Könnten die 95 Kilo eventuell ein Problem gewesen sein? Nein, überhaupt nicht. Das hat man ja im Halbfinale gesehen, dort hinten mit der Stange, das ist eigentlich gut gegangen. Ja, es kann ja auch nicht Technik und die unbekannte Variable. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, ein grossartiger Athlet. Ein wirklich grossartiger Athlet. Ich bin Marco Müller, komme von Küsnacht und ich bin 22. In der Finalquali habe ich am schwierigsten gefunden die Wand am Schluss vom ersten Lauf. Und dann beim zweiten Lauf war es noch tricky gewesen, bei diesen fliegenden Stäben, dass man dort rechts und links gleichzeitig gehen kann und halt auch genug Schwung bekommt, zum weiterschwingen. Also am meisten Respekt habe ich vor der Ballastsache.
Der Marco Müller von allen 1000 Bewerbenden, der mit dem stärksten Fitnesswert und dem grossen Favorit jetzt da. Nein! Nein! Wow! Wow! Und wenn er ein Ninja und Warrior Switzerland könnte, hat er dich so richtig verglückt. Ja. Weil er ist einer von meinen ganz, ganz grossen Favoriten. Er ist Schweizer Meister im Sportklettern in der Disziplin Lead. Wow! Ganz knapp. Das war aber auch ganz knapp. Also, das sind seine Angstelemente. Sobald es ums Klettern geht, um Griffkraft, um Oberkörpergeschichten, ist er sehr gut. Vielleicht ein bisschen übermotiviert in den Parkour reingegangen. Und jetzt kommen seine Elemente. Er hat übrigens beide Runden, die Vorrunde und die Finalqualifikation, mit Leichtigkeit bestanden. Also ist einmal schon die Wand drauf und einmal schon das Chemie drauf. Und so schön ist keiner durch die schwingenden Pneu. Der kommt da rauf, der kommt das Chemie drauf und wir sehen ihn in der zweiten Runde vom Finale. Ein ganz, ganz grosser Marco Müller. Da ja, ist er, Marco, weiter. Gib alles, easy, du hast Zeit. Gib alles. Und der Mann sieht wirklich aus wie ein Schulbub. Er redet wie ein Schulbub. Aber was er macht, Taten sprechen lauter als Worte, ist der Knüller. Noch 1 Minute 30, Marco. 1:30 hast du noch. Und jetzt hochgreifen. Ja, schau mal, wie viel Schwung der mitnimmt. Ja, ja, ja. Gibt fast ein bisschen Durcheinander mit diesem Mikado-Stab, also einem Mikado-Salat. Das Hallenstadion. Führt jetzt Marco Müller an. Schau. Was macht er mit den Beinen? Schau auf seine Beinarbeit. Das ist Beinarbeit. Das ist Perfektion. Ja! Wow! Marco, du bist wow! Das ist sehr knapp gewesen. Und jetzt, er hat es mir vorhin gesagt, sein grosser Schrecken sind alle Balanceübungen. Und da bei der wackeligen Brücke wird das also das Herz für ihn. Jawohl! Yes! Jawohl! Er hat das dritte Mal so richtig Glück. Müller! Meine Hand! Der ich kann Nazi haben, das wäre in Wasser. Schau dir das an! Schau dir das an! Du bist ein Biest! Als würde er nichts anderes machen als mit dabei! Du bist der Gott! Wie Ninja Warrior Switzerland! Marco, der Knüller! Müller! Er hat noch 23 Sekunden, fast 24 auf der Uhr. Also, man muss jetzt nicht so tun, als wäre es anstrengend gewesen. Nein, man muss nicht übertreiben jetzt. He? Im Mikado-Stab habe ich gedacht, sehr easy. Aber noch da hat er noch mal so richtig Glück gehabt. Rutscht an dem Stab. Und wenn man einmal im Rutschen ist, sich noch mal aufzufahren, genial. Also, er hat eigentlich 3 Chancen gehabt, oder? Aufgeben, nachgeben oder alles geben. Nina, Ninja, Havel neben dir steht jetzt. Ein wahrer Ninja, sagen wir es so. Wow. Und jetzt der ganz feine Tätscher auf den Buzzer. Das hätte ich auch können. Ja, Marco, bis jetzt hast du uns in der Vorrunde und in der Finalqualifikation gezeigt, wie bubi einfach das da für dich ist. Hast du das wirklich demonstriert? Jetzt haben wir dich tatsächlich ein bisschen straucheln gebracht. 3 Mal fast. Ja, es war mal knapp gewesen. Vor allem bei diesen Ballast-Elementen. Also ich habe wirklich gedacht, dass ich aber... Wir glauben an dich, weil du bist einer der grossen Favoriten. Toi, 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 in der nächsten Runde. Der Mike Strasser ist aus Deutschland gekommen und ist definitiv einer der ganz grossen Hoffnungen der Nation Deutschland. Boah, schau mal, da musst du dich richtig weit hochziehen. Genau dort muss es an, aber auch nicht zu weit. Genau. Sonst kommen wir dann langsam in den roten Bereich und über den roten Bereich wird es so knapp. Hätte er, logisch. Nein. Hat er sich jetzt gerade die Nase zugekippt? Jetzt ist das die Susi-Strasser, nicht der Maik-Strasser. Da rutscht er. Achtung, Achtung. Bravo. Jetzt. Oh, jetzt habe ich es versüsselt. Das merkt er jetzt. Und jetzt hat er genug Zeit. Nase? Nein. Okay, du, alles du musst dich jetzt aber so richtig entschuldigen bei ihm. Ich glaube, unter Wasser hat er sich noch zugekippt. Und die Augen hat er, glaube ich, auch noch zugemacht. Mein Name ist Warren Verbohm, ich bin 36 und wohne in Gugnasco im Tessin. Das schwierige Element für mich war nach den Himmelsleitern. Ja, da hatte ich einfach keine Kraft mehr, um es zu heben.
Und ja, dann bin ich gerade kurz bevor das die Matte da gewesen wäre, bin ich runtergefallen. Ich bin der nächste Ninja Warrior, weil ich am meisten Spass habe an dieser Herausforderung. Der zweitälteste Teilnehmer in diesem Finale heisst Warren Verboom. Er wohnt im wunderschönen Tessin in unserer Sonnenstube. Scheint die Sonne auch für ihn in diesem Ninja-Parcours? Fragezeichen. Er hat sich sehr souverän qualifiziert und ui, ja. Das ist stark. Es sieht lustig aus, aber ist sehr stark. Warren Verboom. Der Mann, der springt sich einfach so ins kühle Nass. Er ist nämlich Freestyle Canyoning. Wow, fliegt fast zu weit und schaut fast durchs Netz durch. Okay, zeitlich sehr gut beieinander. Oder ich meine, eigentlich ist Wasser sein Element, da versucht er ja nicht, ans Wasser anzukommen. Im Freestyle-Canyoning gehst du ja einfach mal Freestyle irgendwo einen Fluss durch ab. Du weisst nicht genau, wie tief das Becken jetzt wirklich ist, da wissen wir es. Genug tief zum Stehen. Da braucht er jetzt ein bisschen Zeit, durchschnaufen für ihn heisst Fokus. Das zeigt aber auch, dass er viel Respekt hat vor dem Element. Er ist nicht der absolute Kletterer, aber schau mal den Körper an. Schau mal das, was er jetzt da macht. Er kommt in einen Affen-Garacho da oben. Vai. Das ist richtig stark. Das ist ganz grosses Ninja. Er hat noch 1,30 Zeit für den Mikado-Stabsalat. Dann geht es über zu wackeligen Brock und ins Chemie. Das Chemie, das ist übrigens ein Hindernis, das er nicht hätte üben können. Er ist nämlich in die Finalqualifikation nicht bis dahin gegangen. Er hat sich durch viel, viel Tempo und weit können qualifizieren. Ja! 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 Das, liebe Freunde daheim, ist Ninja Warrior Switzerland. Das ist der Warren Verboom. Und genau wegen so einem Moment bin ich heute Morgen aufgestanden. Okay, jetzt Thomas Balance. Da hat er Angst davor, das hat er mir vorhin gesagt. Balance, langsam, langsam wieder. Ja gut, ich würde sagen... Zum ersten Mal so richtig auf der Schwitze hier bei uns oben. Ein richtiger Sammy Klaus, aber er weiss es. Ein Lachen, er weiss es. Ich bin in der nächsten Runde. Das freut ihn unglaublich. Und alle zusammen, wir explodieren. Und das mit Bestzeit. Und der Ton steht er neben den Ninja Havel. Und ist das so? Don't Warren, ist er happy? Er ist so mittelhappy. Er hat mir jetzt gerade verraten, er habe Schmerzen an einer sehr empfindlichen Stelle. Das ist dort passiert bei dem Mikado-Stab, wo du dich noch aufgerissen hast. Also jeder Fußballer wäre liegen geblieben. Nein, nicht ein Ninja. Du ziehst dich auf. In der Finalqualifikation hast du den Mikado-Stab gerade verbogen. Da hast du uns zum Glück gerade gelassen. Wie geht es dir sonst? Ah ja, abgesehen von dem geht es mir gut. Ein bisschen aus Atem. Und ein bisschen Schmerzen in der Mitte vom Körper, aber es ist gut. Ja, das ist natürlich eine Gefahr, oder? Dass du nachher einfach nie mehr Kinder machen kannst im Leben, wenn du bei Ninja Warrior mitgemacht hast. Aber ist es ein Risiko, das man eingehen kann? Definitiv. Einfach Familienplanung rechtzeitig abschliessen und dann erst anmelden. Das haben wir gehabt bei unserem Ninja Daddy. Dort ist er! Aha! Da, komm noch mal zu uns, tu noch mal winken. So sieht der Ninja Daddy aus, der danke. Geiler Sieg, aber er schwitzt immer noch, hast du gesehen? Ja, unsere Athleten, die schwitzen. Denen hängen die Zunge zum Hals raus. Sie haben die Hände aufgeschürft. Das wäre der ideale Moment für ein bisschen Handcreme, ein Erfrischungsgetränk oder ein Deo. Werbung. Du willst genauso fit sein wie unsere Ninjas? Dann gewinne jetzt ein Jahresabo von Update Fitness im Wert von 690 Franken. Beantworte einfach unsere Gewinnspielfrage. Wie heißt das finale Hindernis bei Ninja Warrior Switzerland? A. Mount Midoriyama oder B. Matterhorn? Sende deine Antwort via SMS oder rufe uns unter 0901 590 999 an. Ninja.
Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT. Bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT. Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness. Und Ochsner Sports. Wieder bei Ninja Warrior Switzerland und zwar im grossen Finale. Finale! Wow. Finale! Wow. Toi, toi, toi! Ich bin Patrick Sondrecker, bin 34, bin zu grossen St. Gallen aufgewachsen. Ich werde der nächste Ninja Warrior, weil ich sehr fokussiert bin. Ich habe Patrick Sondrecker schon in der Vorrunde gesehen, bin nachher gerade online schauen, wo kann ich so einen Körper kaufen. Nie. Jetzt wollen wir aber wissen, ob er einen Reifen wechseln kann. Also jede Frau wäre froh in der Pannensituation. Oh. Da hängt er sich aus den Pneus direkt zu der Wand. Ja, das ist wirklich einfach wieder ein ganz grosses Ninja. Einmal mit, Schweiz ist eine Ninja-Nation. Du hast noch genug Zeit, mehr als 1,30. Du hast noch 1,45. Patrick Sondrecker schon wieder weg. Und... das ist eine Chippendales-ähnliche Situation jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob er vorher sich ausziehen oder. Gut, jetzt hat er sich gerade wirklich sehr viel Zeit. Ja, jetzt hat er das Keder. Schwung mitnehmen. Steckt da in dem Mikado-Stab. Aber er muss auch rauf. Und ich weiß nicht, ob das gescheit ist. So drauf. Ich glaube, es wäre gescheiter an einer Stange drauf und nachher erst umzugreifen. Er braucht nicht mehr allzu viel Griffkraft, außer jetzt bei dem Sprung natürlich. Da verliert er in der Beugung. Wieso beugt er seine Arme? Das musst du mit gestreckten Armen machen, dass du genug Schwung kannst mitnehmen. Hey, das war eine ganz starke Leistung, Patrick. Wirklich. Also, ich finde, vom Körper her könntest du noch ein bisschen drauflegen, weißt du, so einfach vom Äußerlichen, aber der Rest war wirklich sensationell. Yeah. I'm 260 for my shirt, 260 for my shirt, so sexy it hurts. I'm 260 for the... So, liebe Ladies daheim, fertig geschaut, jetzt wird Buchhaltung gemacht. Bis dahin haben 4 Athleten buzzert und sich so für die zweite Finalstage qualifiziert. Das sind der Warren Werbum, Samuel Weber, Moritz Alder und der Marco Müller. Aber die besten 5 aus der Finalquali, die kommen erst jetzt. Ich bin der Stefan Weiss, bin 28, komme aus Langenthal. Ich werde Ninja Warriors, weil ich jetzt Gas gebe. Der Stefan Weiss zeigt uns jetzt, da, warum man nicht Hochformat filmen sollte, weil den bringst du nicht drauf aufs Bild. Der ist so breit. Spinnennetz sehr locker angegangen, sehr locker durchgezogen. Noch kein Athlet rausgekippt beim Spinnennetz, das erstaunt mich sehr. Nein! Und das ist auch der Erste, der hier rausgekippt. Beim Trampolin hatte ich zu wenig Schwung gehabt. Oder zu wenig schnell halt draufgesäckelt, dass es mir halt nur gerade für zum Berühren gelangt hat. Jetzt ist finito. Ich bin Simon Weiss, ich bin 21 und komme von Hochdorf aus dem Kanton Luzern. Das schwierigste Element in der Finalqualifikation war definitiv der Barhop. Weil dort waren die Arme schon so müde und man musste sich noch festhalten, dass es klappt. Und das war das Schwierigste definitiv. Das Element, das mir am meisten Angst macht, ist die Bridge. Weil dort weiss man nicht genau, was passieren kann. Ein Misstritt und schon ist man unten. Man kann es nicht so gut kontrollieren. Der Simon Weiss gehört zu den besten Geräteturner in der Schweiz. Kommt aus Hochdorf. Wow. Ist erst 21 und bringt 73 Kilo auf die Waage. Er macht Demonstration da am Vollsprung. Das kann Geräteturner. Und auch das, ja, also... kann man heute viel besser machen, Chris, oder? Sehr gut. Jetzt der Fokus, den braucht er bei diesem Element. Und er macht das im Gegensatz zu ganz vielen anderen sehr behutsam, geht es langsam an. Das muss nicht immer schlecht sein, so langsam ist es gar nicht. Er ist bei 30 Sekunden schon im Cargo-Netz. Mit beiden Füßen drei und ohne zu berühren wieder raus, das geht der beste Note von euch. Wasser, ja, nicht ins Wasser dort unten. Ja, also auch wenn nur der Schuhbändel berührt, dann ist man draus. 3 Minuten hat man für insgesamt 9 Hindernisse in der ersten Runde vom Finale. Er kommt zu den
schwingender Knüll. Geht hoch rauf dort. Und das bringt natürlich etwas, weil jetzt kommt er mit Schwung oben runter. Ja. Schau mal, einhändig. Nochmal einhändig. Wow. Wartet ab, der Hacker durch. Maximilian, kann man das Element noch schöner nehmen? Nein, kann man nicht. Und schau mal, alle Ninja-Finalisten bei ihm. Ganz viel, das ist yes. Eine Family geworden. Sir, Simon Weiss weiter. Geiles Sieg. Du hast noch genug Zeit. 1:35 Zeit für die Mikado Steppi Wacklitbruck und dann drauf Chemie. Da dürfen wir nicht zu viel Schwung mitnehmen, es hat schon viel falsch gemacht. Er macht das souverän, sehr schön. Sehr, sehr und jetzt geht es durchauf. Nicht durchab, durchauf. Und siehst, er sichert sich bei jeder Mikado-Stange mit den Füßen. Ufe, ufe. Das Publikum ist wach hier im Hallenstadion. Ufe, aber nicht zu weit. Er weiss, er hat genug Zeit. Und jetzt Schwung. Ja, Gräteturner halt. Gräteturner! Ich glaube, das wird der neue Massensportort in der Schweiz. Gräteturnen. Nein, aber. Zweite Runde. Zieh dich warm an. Es kommen ein paar Athleten zu dir. Gibt das neue Bestzeit. Aktuell warm, Werbung. Vielleicht schafft er das sogar. Vom Simon Weiss. Wer weiß? Nein, es ist so. Du gibst so etwas von recht, Maximilian. Also ich glaube, du hast ein bisschen geschwindelt. In der Vorrunde hat dich der Maximilian gefragt, weil du so unglaublich schnell aufgekommen bist, dass, ob du das extra hättest wollen. Und du hast gesagt, nein, die Zeit ist mir egal, Hauptsache durchkommen. Also nein, nach dieser Leistung können wir das nicht glauben. Ja, bei mir ist es halt so, dass wenn es schneller geht, dann ist es weniger streng für die Arme. Und das ist auch meine Devise, so schnell durch wie möglich. Ja, dann ist es mit der Zeit kein Problem und von der Kraft her langt es auch. Sehr, sehr schlau. Einfach möglichst schnell, dann tut es nicht weh. Also, wir freuen uns auf dich in der nächsten Runde. Du bist ein grossartiges Vorbild für uns alle. Einer von den Favoriten. Wow. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Chris, ich hätte es eigentlich an keinem Hindernis anders gemacht. Ich bin der Michael Rindisbacher, wohne in St. Gallen und bin 32 Jahre alt. Ich werde Ninja Warrior, weil ich jetzt hier einfach fokussiert durchgehe und nicht nass werde. Nein, das ist souverän. Er lässt sich Zeit, die hat er auch. Aber was er mit dabei macht, habe ich nicht ganz verstanden. Sehr schön. Schrittli, als wäre er gelaufen. Ja, Michael! Pump, du hast genug Zeit, es geht noch 1,50. Du hast noch 1,50, Michi. Der ist da rauf geschlichen. Die Wand geschlichen. Vor diesem Element hat er relativ viel Respekt. Der Schwung ist perfekt für ihn an diese Stange. Lange Kraft, fragt man sich. Er ist der zweitbeste Athlet aus der Finalqualifikation. Hallo? Hallo? Da geht's. Nein, was hat der da gemacht ohne Bein? Ja, so gut. Warum sind hier andere runtergerutscht? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man dem zuschaut. Jetzt geht er über die wackelige Brücke. Oh, ja, gut, also. Die ist definitiv wackelig für den Herrn Rindisbacher. Mann. Aber schau mal, er hat über eine Minute, sich auf das Chemie aufzukämpfen. Ja, jetzt kann er picknicken hier unten. Wow, schau mal, das ist ein Licht für ihn. Das Chemie ist gar kein Problem. Jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden. Ja, gut. Michael Rindisbacher! Ich glaube sogar, in Michi Rindisbacher wird das Lachen auf dem Parkour irgendeines noch vergehen. Wir werden es sehen, noch in dieser Show. Ich bin Arthur Schreiber, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Deutschland.
Und er hat uns so richtig beeindruckt in der Vorrunde. In der Unterrunde sagen wir immer noch King Arthur Schreiber. Arthur! King Arthur! The 22nd! Er sieht definitiv nicht aus wie ein Ninja Warrior. Aber er ist es. Und das werdet ihr jetzt sehen. Freunde daheim gehen ganz nah an den Fernseher. Weil was ihr jetzt seht, das ist ein ganz grosses Ninja. Der wird den Parcours nur so auseinandernehmen und in die zweite. Nein. Das hat er absichtlich gemacht. Nein, das glaube ich ja gar nicht. Nein. Jetzt ist das der Beste gewesen in der Vorrunde. Ist ihm die Brille beim Sprung abgefallen? Vor dem Sprung im Wasser? Ich meine, was. Was ist da passiert, Maximilian? Boah, das ist jetzt natürlich richtig hart. Er ist aus Deutschland gekommen, der Beste aus der Vorrunde. Es kann sein, dass Brüllen ins Wasser gefallen ist und dann hat er es einfach nicht mehr gesehen. Ah, King Arthur! Die Schweiz liebt dich immer noch! Wer taucht jetzt nach dieser Brille? Weil die Chance, dass er sie selber findet, ist relativ klein. Okay, da wird sie kalt. So. Lieber Arthur, wir geben dir deine Brille zurück. Oh, danke. Sag mal, ist die dir beim Flug runtergefallen oder was ist passiert? Nee, die ist im Wasser, im Becken einfach liegen geblieben. Beim Sturz quasi einfach nur abgefallen. Und warum bist du gestürzt? Das kann doch nicht sein. Ich wollte wieder zu schnell und das war wahrscheinlich der Fehler. Also. Oh mein Gott, was sollen wir jetzt bloß tun? Du bist der König der Herzen. Wie soll ich das unserem Publikum erklären? Ja, nächstes Jahr versuche ich es auf jeden Fall wieder, wenn ihr wollt. Und ich verspreche auch, keine kleinen Patzer zu machen, so wie jetzt. Ich bin Dominik Kahlin, bin 22 Jahre alt und komme von Niederdorf im Baselbiet. Möge der Fokus mit mir sein und dann werde ich Ninja Warrior. Und schon wieder ein Schreiner mit Holzschaffen macht stark der Dominik Kahlin. Einfach nur ein sympathischer junger Mann, 22, aus Niederdorf. Er hat sich nicht gross vorbereiten auf den heutigen Tag und auch schon auf die Vorrunde nicht, weil er hat sich die Augenhöhle gebrochen vor kurzem. Krass, Jochbein. Boah, da merkt man wirklich nichts davon. Und der Mann, der kann's. Der kann's. Er ist auch bei mir auf der Liste zu oberst oben, gehört zu meinen Top 3 Favoriten. Lob die Beine, lob Füße, das muss der gar nicht, das muss der nicht. Nein, das hätte er wählen. Glauben wir es jetzt einfach mal, Maximilian, da hätte das so wählen. Und alle Athleten stehen dabei und fähnen füreinander. Das ist nicht ein Einzelsport, nein, das ist ein Teamsport. Ähnlich schön, was haben wir auch schon gesehen haben. Perfekt, wie er das Hindernis meistert. Noch viel besser in der Zeit. Der hat noch nicht mal eine Minute. Geiles Ziel, Mann. Grossartig, ja. Schau mal, der hat noch über 2 Minuten Zeit. Er war der Schnellste hier bei uns oben. Ist er auch der Schnellste im Chemie? Weil alles, was da noch dazwischen liegt, ist Pizzabacken für den Dominik. Nein. Ich glaube, bei dem Mikado-Stern wird es noch mal richtig bitterbös für ihn. Na, schau mal. Das ist ein polysportiver Paradeathlet. Der hat sich bei denen, als wäre das was. Schau mal. Was? Es ist einfach. So muss man es machen! Genau, das war wieder einer fürs Bilderbuch oder fürs Lehrvideo. Wow. Dominik Kahlin, jetzt bei der Quackligen Brock. Jawohl! Das ist Ninja, ganz grosses Ninja. Gimme. Und schau mal die Zeit. Schau mal, das gibt so etwas von einer unglaublichen Bestzeit. Ja, aber das ist ja nur noch fies. Der Dominik Kahlin, schau mal den an. Der schnauft nicht mal. Dominik, alles gut? Ja? Jawohl. Schnauf mal, zeig uns, dass du ein Mensch bist. Bitte, komm. Der lacht. Dominik, sag mal, hast du heute noch ein Date oder was ist los? Leider nicht, nein. Aber willst du mein Date sein? Ja, da können wir drüber reden, wenn du auf dem Mount Midoriyama kommst. Da können wir drüber reden. Dass du bist ja abgegangen wie ein Zäpfli. Ich habe gesagt, ich setze auf die Handwerker. Du bist Schreiner, du hast es drauf. Aber vor allem bist du polysportiv. Es gibt, glaube ich, keinen Sport, den du nicht machst. Nein, also wirklich nicht.
wenn ich dazu komme, dann mache ich es. Und das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept. Und das ist jetzt für dich so ein richtig grosser Spielplatz und du geniesst es, man sieht es daran. Absolut, ja. Also, du hast ja allen deinen Ninja-Athleten-Kollegen das Meditieren beigebracht. Dann würde ich dir jetzt empfehlen, sammle dich nochmal für die nächste Stage. Vielleicht auch die Telefonstange, wer weiß es. Noch geht sie. Hast du gesehen, der hat fast das Carbonetz verrissen. Und jetzt, was er jetzt macht, ist nur noch der Knüller. Nur noch alles, alles ohne Bein. Und blockiert ihn. So gut. Unsere Quaffelbrücke hat kein Problem für ihn. Und da jagt er Bestzeit. Also wirklich. Lass sich sehen, oder Chris? Lass sich sehen, Hallenstadion, Riesenapplaus. Eine Foto, zweite Runde Finalisten. Und diese sieben Athleten statieren zum Mount Midoriyama offen. Dominik Karlin, Michael Rindisbacher, Simon Weiss, Warren Werbaum, Samuel Weber, Moritz Alder und Marco Müller. Stadion Zürich und parat für den ganz grossen Showdown bei Ninja Warriors Switzerland auf TV24. Für die sieben Jungs geht es jetzt also direkt weiter und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Das Qualitätssiegel Made in Switzerland, das trifft definitiv auf unsere Ninja-Athleten zu, hier im Hallenstadion. Unser Ninja demonstriert uns wieder die ersten vier Hindernisse. Die müssen in einem Zeitlimit von läppischen 90 Sekunden geschafft werden. Und los geht's mit dem Ringschwingen und da ist vor allem Griffkraft gefragt. Dann wartet nochmal der Klassiker, die Himmelsleiter. Von dort aus geht's direkt an die doppelte Hängebrücke. Beim Rollbacken sollte man definitiv die Orientierung nicht verlieren, damit man den Weg durch den Gewichtstunnel zum Buzzer rechtzeitig findet. Und nachher geht's ab, sofern man den Buzzer rechtzeitig gedrückt hat, in die dritte Runde in dieser Finalshow von Ninja Warriors Switzerland hier auf TV24. Tönt dann ohne Zeitlimit, aber wenn man die drei Hindernisse packt, dann geht's an ihn, an Mount Midoriyama. Und dort oben, dort wartet nicht nur der Titel Ninja Warrior Switzerland, nein, dort oben warten 100'000 Schweizer Franken. Das ist Belohnung für die Erstbesteigung vom Mount Midoriyama. Ja, man kann die Spannung hier im Hallenstadion richtig spüren. Nicht nur mein Herz pöpperlet, nein. Also ich glaube, das von allen. Wir fragen uns, wer schafft es durch die entscheidende zweite Finalstage? Schafft es jemand auf den Mount Midoriyama? Wir drücken auf jeden Fall am ersten Athlet auf dieser zweiten Finalstage ganz fest den Daumen. So, jetzt gilt es also ernst. Der ganz grosse Showdown von Ninja Warriors Switzerland. Die Anspannung bei allen ist riesig und das sicher auch bei unserem ersten Athlet. In dem Moment startet die wahrscheinlich kürzesten 90 Sekunden vom 22-jährigen Marco Müller. Boah, da reißt er sich souverän drüber. 1,20 hat er. Immer noch genug Zeit. So hoch mit dir. Voilà. Vier Schritte mehr als in der Vorrunde. Oh, oh. Oh yes! Marco, riesig, weiter so. Jetzt geht es die doppelte Hängebrücke und die hat es wirklich in sich. Er hat jetzt noch genau eine Minute Zeit. Der macht das. Nachher kommen nur noch der Rollbalken. Nicht gegenschwingen, Marco, nicht gegenschwingen. So, jetzt hat es los, jawohl. Und Flug! Yes! Jawohl! Ein Flugkunst, Marco Müller! Das halte ich nicht aus! Er hat Marco jetzt noch 35 Sekunden. Jetzt muss er aber ziemlich zügig Gas geben. Schnell am Rollbalken und runter mit dir, Marco. Zeit, er weiss es. Oh, er hebt total verkehrt. Hebt die, Marco, hebt die! Oh.
Hebde! Er ist das! Ja! Mann. Und jetzt muss er Gas geben, Marco. Noch 13-12. Oh, das wird richtig knapp. Gas, was war das? 7. Schnell, er schafft es. Logisch. Er schafft es. Er schafft es. Das wird so knapp. Er schafft es. Schuss! Nein! Nein! Das ist ja gleichzeitig. Nein! Das ist ja wie gleichzeitig. Hallo? Nein! Hat er bei 0-0-0 minus 1 gedrückt? Es ist die Uhr drinnen gewesen. Nein. Also, schau jetzt. Wir haben das eingerichtet. Boah. Wie bei einem 100-Meter-Rennen im letzten Grund gibt es jetzt den Foto-Finish. Ich bin nervlich am Ende. Schon beim ersten Athlet in der dritten Finalrunde. Ich bin nervlich schon jetzt hinüber. Und in dem Moment hören wir, es hat ein kleines Fehlverhalten gegeben, einen Fehlgriff von Marco. Und zwar hätte er nicht auf die Matte langen. Ganz genau dort ist der Bodenkontakt mit dem Ellbogen, mit der Hand. Das ist nicht erlaubt, das ist ihm gesagt worden. Nein! Ah, das tut weh. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz bittere Pille für ihn in dem Moment. Aber ich glaube, man kann sagen, es war unglaublich, was der geleistet hat bei Ninja Warrior Switzerland. Geht in die zweite Finalrunde und dort entscheidet ein Fehler. Und eine Millisekunde, wenn der Fehler nicht gewesen wäre, sein Ausscheiden. Marco, du bist einer der ganz grossen Favoriten gewesen. Das muss extremst bitter sein, um so auszuscheiden. Ja, es war mega streng am Schluss. Ich hatte einfach zu wenig Kraft mehr, um die Wand zu verlüpfen. Man muss dazu sagen, du selber bist 61 Kilo schwer und die letzte Wand 50 Kilo. Ja, das Verhältnis ist schon ein bisschen, ja. Und du hast dort eben einen Regelverstoß gemacht. Ein unglaubliches Finale für uns Zuschauer. Wir haben wahnsinnig mit dir mitgelitten und wir sind ganz sicher, wir werden dich an einer anderen Stelle wieder sehen. Marco, das ist dein Applaus. Danke viel, viel mal, dass du bei uns gewesen bist, dass wir das auch miterleben dürfen. Gross, gross, gross. Danke viel mal. Ja, was hat uns der Marco Müller für geniale Momente geschenkt? Ein richtiger Überathlet, der trotz Strapazen noch Zeit hat, das Publikum zu animieren. Aber auch ihm jetzt leider nicht lange. An dieser Stelle ist nämlich Schluss mit Ninja Warrior Switzerland 2018. Danke, Marco, und bis zum nächsten Mal. Es ist psychogeil. Ich meine, es ist das Geilste, wenn es. Die grösste Angst ist, dass die irgendwo nüsselt und am Schluss stehst du da oben und kannst den Button drücken und denkst so, yes. Aber eigentlich ist es möglich und es muss so sein, glaube ich, ja. Jetzt muss ich mich nochmal sammeln und dann gebe ich noch einen letzten Try. Moritz Alder, 29, unser Sportlehrer aus Zürich. Was ihn ein bisschen abhebt von den anderen, ist seine Lockerheit. Yes, sir. Gib ihm, Moritz. 90 Sekunden verliert da relativ viel Zeit. Oh, fast eine Bruchlandung. Ein Kletterer, ein Surfer, ein Skater, ein Biker. Ein Lebemann, so sicher. Halt. Uiuiui. Das kostet viel Zeit. Ich glaube, das wird richtig knapp, Chris, jetzt. Viel Zeit und auch ein bisschen Kraft, gerade nochmal. Aber noch nichts ist verloren, Maximilian. Noch nichts ist verloren. Weiss, es wird knapp, es wird richtig knapp. Also, schau jetzt, dafür gibt der Gas hier. An dieser Hängebrücke Vollgas und jetzt der Schwung, den braucht er, um überzukommen. Yes! Yes! Und jetzt, wenn er da nachher am Rollbalken kommt, dann bin ich ganz fest gespannt. Weil er hat mir vorgezeigt, dass das Hindernis, von dem er am meisten Angst hat. Jetzt direkt drauf und runterrollen. Er hat im Vergleich zu einem anderen nicht die längsten Arme. Er schafft das. Ich glaube, er schafft das. Oh, schau mal, er greift das nicht mehr. Er muss auf beiden Seiten greifen. Lade die Zeit und greife ab. Doch, und jetzt doch! Durch den Gewichttunnel! Jetzt gib alles! Ries! Ja, er schafft's! Er schafft's! Ries! Wir haben den ersten! Ries! Und jetzt, Maximilian, er darf nicht allzu lang durchschnaufen, es geht direkt weiter. Er hat maximal 30 Sekunden Zeit.
Und jetzt geht es weiter. Stage 3 ist offen für ihn. Weitere 3 Hindernisse anfängt immer mit der crazy Kletterwand. Oh, und da pumpt es. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Das ist ein Hindernis, das wirklich knallhart ist zum Überwinden. Es gilt aber kein Zeitlimit im Hindernis. Das heisst, ich kann, wenn er drin ist, alles entspannt angehen. Das sagst du korrekt. 3 Hindernisse trennen ihn noch vom König der Alpen, vom Mount Midoriyama. Gib Viel ihm! Glück, Moritz Alder! Gib ihm, Moritz! Gib ihm! Ja, yeah, Moritz! Das ist der Burner! Helle Wahnsinn, was der Mann uns sagt! Nein! Nein! Was haben wir jetzt gerade miterlebt? Bei Ninja Warriors Switzerland. Moritz Alder, der alles gibt und im letzten Zug einfach auch alles verliert. Aber es geht gar nicht um das. Nein, es geht um die sportliche Leistung. Und die ist wirklich zu beachten. Wirklich unglaublich. Und jetzt nochmal in der Slow Motion, hängt sofort ein. Greift über zum nächsten Ring. Dort einmal aus der Verankerung raus. Und da. Da wärst du wahrscheinlich einfach am liebsten ein Hamster. Gut, kannst du auch in die Wäschmaschine reinsitzen. Ich meine, der Effekt ist etwa der gleiche. Der Victory von der zweiten Stage im Finale von Ninja Warriors Switzerland. Schau mal, 50 Kilo, spielend leicht. Ja, das ist ein Gap, den du fast nicht auffangen kannst. Und da bringt er wirklich... Er tastet noch vorne mit der rechten Hand, dass er Platz hat für die linke, aber... Boah. Das war cool, wirklich. Allen danke vielmals, dass ihr geschaut. Im Moment ist der Moritz Alder unser Last Man Standings. Folgen aber noch 5 Ninja Warrior Switzerland Athleten. Und eventuell kommt ja einer weiter. Aber also ein Name, den man sich merken muss im Ninja-Business hier bei uns in der Schweiz. Samuel Weber aus Zofingen. Man wird immer wieder gefragt, was muss man mitbringen für den Ninja Warrior Parkour. Viele sagen, man muss irgendein Freerunner sein, ein Parkour-Guy oder dann ein Kletterer. Er ist beides. Er bringt alles mit, um hier ganz oben zu kommen auf den Mount Midoriyama. Jetzt muss er aber ein bisschen Ruhe in den Lauf hineinbringen. Bis jetzt hat die zweite Stage von unserem Finale noch kein Athlet können abwerfen. Aber nicht an der Himmelsleiter, Samuel Weber. Samuel, das hast du doch schon mal geschafft. Du bist schon mal raufgekommen. Das hast du schon mal trainieren können. Und dann an dem Element, das nicht neu ist für ihn, geht er baden. Flüchtigkeitsfehler, glaube ich, wegen der Kraft ist das noch nicht gelegen. Es ist, glaube ich, wirklich nicht an der Kraft gelegen, sondern dass er die rechte Seite von dem Himmelsleiterli nicht in die Verankerung gebracht hat. Schade. Also für dich ein Himmelsleiterli, für mich ein Himmelsleiter. Aber du bist auch ein bisschen fitter als ich, oder? Das sieht man ja. Der Warren Wurgum aus Gugnasco ist mit 36 unser ältester Teilnehmer in dem Finale. Ist er auch der... Easy dort. Fast ein bisschen übermotiviert, das zeigt aber, es ist trotz von Kraft und Ehrgeiz. Super. Warren Wurgum. Und der hat den nötigen Schmalz in den Muskeln. Ich sage, dass der Typ ist richtig parat ist, aber kein typischer Kletterer. Greift hier um, sehr interessant. Oh, gerade noch so, hä? Sehr schön. Schau mal. Und okay. Er schaut nur auf eine Seite über, oder? Die andere Seite ist einfach, er ist ausgeglichen. Oh. Und jetzt hat er sich an der Hängebrücke. Schnell führen. Schwung. Der schafft das nur mal, der Power, nicht den er hat. Gegenschwung. Schau jetzt, der Schwung ist korrekt angesetzt. Wir dürfen nicht gegenschwingen. Fokus hat er. Yes! Oh, du bist ein Bestie! Aber an der Kante gegriffen. Und er hat noch viel Zeit. Und ich sage dir jetzt eins. Vor seiner ersten Runde hier, vor der Vorrunde bei Ninja Warrior Switzerland, hat er mir gesagt, ich traue mir das zu. Und jetzt beweist es. Er traut sich nicht nur zu, nein, er macht es auch. Wahnsinn! Und er hat 80 Kilo. Er hat noch 20 Sekunden und das reicht. Wir haben einen weiteren Stage 2 geschafft. Warren Wurgum, du bist der Älteste, aber er hat den Geist. Wow, der Warren Wurgum ist keine Maschine. Er ist kein Stier, nein, er ist eine Limited Edition. Er hat jetzt die Chance, den Mount Midoriyama, den König der Alpen, zu bezwingen.
Es geht um 100'000 Schweizer Franken. Und die hat er jetzt dann gerade in den Finger. In 3 Sekunden geht es wieder ab auf den Parkour. Und dann muss er da an der crazy Kletterwand alles aus sich rausholen. Und nochmal, Maximilian, er ist kein Profikletterer. Er hat sich logischerweise vorbereitet, aber er ist kein Boulderer. Oh, wow. Und darum wird es extrem helfen, dem Mann. Nein, aber das ist ja unwahrscheinlich. So, was macht die Schweiz bei den Ninja Warriors? Gibt es auf der ganzen Welt? Nein! Am gleichen Ort. Am genau. Wie unser Moritz Alder. Geht der Warren Verboom baden. Schwitzt immerhin nicht weiter, aber das ist eine Meisterleistung. Freunde daheim, das ist ganz, ganz grosses, grosses, grosses Ninja. Ja, der Warren Verboom ist zwar am genau gleichen Ort wie der Moritz Alder rausgefallen, ist aber schneller am letzten Pass und aus dem Grund führt er die Rangliste im Moment an. Aber die Besten, die kommen ja erst noch. Die Frage ist, schafft es einer von ihnen auf den Mount Midoriyama? Nach einer kurzen Pause sind wir gerade wieder zurück im grossen Finale von Ninja Warriors Switzerland. Du willst genauso fit sein wie unsere Ninjas? Dann gewinne jetzt ein Jahresabo von Update Fitness im Wert von 690 Franken. Beantworte einfach unsere Gewinnspielfrage. Wie heißt das finale Hindernis bei Ninja Warrior Switzerland? A. Mount Midoriyama oder B. Matterhorn? Sende deine Antwort via SMS oder rufe uns unter 0901 590 999 an. Ninja Warrior Switzerland wird präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT, bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT, Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sports. Willkommen zurück bei Ninja Warrior Switzerland. Wer holt sich das Preisgeld von 100'000 Schweizer Franken? Gehört zum Kreis der Favoriten und könnte mich auch als so einen zählen. Die zweite Stage im Finale von Ninja Warrior Switzerland, Simon Weiss. Zwei Athleten haben es geschafft im Zeitlimit von 90 Sekunden. Zwei haben es nicht gepackt. Was macht er? Das Hindernis hat noch niemand so schön gemacht wie er. Er ist auch unser Geräteturner, einer der schweizweit besten Geräteturner. Das zeigt er auch hier an dieser Himmelsleiter. Er kommt auf, als wäre das wirklich eine Leiter zum Draufsteigen. Schwingt sich jetzt über zu dieser Hängebrücke. Und da ist er schon. Da muss er jetzt noch mal richtig alles rauspusten. Schwung holen. Ich verstehe es nicht, dass da nicht bei jedem Muskel übersäuert, aber bei ihm ist es nicht der Fall. Er greift sehr weit hin. Wieso geht er nicht mehr? Weil er weiss, dass das sein Hindernis ist. Als Geräteturner hat man genau die Fähigkeiten, die es hier braucht. Oh, da verliert er Zeit. Ja, ein bisschen, aber es sieht immer noch sehr gut aus. Das reicht von der Zeit her. Jetzt nur nicht runterfallen, Simon. Heb die Klammern! Los! Was machen da die Füße? Alles richtig. Ja, gut. Ein leichtes für ihn, aber jetzt muss er Dutzig geben. Jetzt darfst du ihn loslassen. 30, 40 und 50 Kilo muss er jetzt noch auflupfen mit einem trümmeligen Kopf. Schafft es? Schafft er locker? Er schafft es locker. Wir haben einen weiteren Stage 2 cleared. Es ist nicht zum Aushalten. Oben, Standing Ovation. Yes, Simon! Der lässt auch da den Parkour wieder alt aussehen. Alt! Er legt sich ganz in Grau an heute. Was für eine Farbe gebracht. Auch ganz in Grau. Er hat nur noch 15 Sekunden, um sich ausruhen. Und ich sage dir, er kommt weiter als die anderen beiden. Der weiss jetzt genau, was er macht. Und weiter geht's. Er ist an der crazy Kletterwand. Wie crazy ist er? Wie crazy ist der Simon? Ich glaube, das ist der Erste, der den Griff schafft. Achtung, Schlüsselstelle, was passiert? Das holt er. Das... Ja! Ich weiß es! Er ist zum Aushalten! Achtung! Und jetzt ein 180-Sprung. Er muss noch die andere Wand über. Er war aber dran mit den Fingern. Es hat kräftetechnisch nicht mehr gelangt, aber ausführungsmäßig eins ab. Sag mal,
Wie hast du erstens den Gap geschafft, den die anderen nicht geschafft haben? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Einfach festgehabt und ja, es war knapp. Nein, es hat total souverän ausgesehen. Und nachher ist ja eigentlich ein Sprung gekommen, den du könntest können. Gibt es das nicht beim Reck auch? Mal gibt es auch. Der Sprung selber ist eigentlich glückt, aber das Heben am Schluss ist zu viel gewesen. Komm, wir schauen es uns mal an, wo es genau gescheitert ist. Dann kannst du uns das erklären, du als Profi. Also, da noch alles gut, da ist die Kraft noch vorhanden. Und jetzt? Jetzt habe ich Schwung geholt, so viel wie möglich in möglichst kurzer Zeit, weil die Arme hat nicht mehr mögen. Und ja, also die Distanz hätte ich gehabt, einfach nicht mehr geben. Hättest du dir müssen mehr Zeit lassen, bevor du springst? Vielleicht noch ein bisschen mehr ausruhen? Vielleicht wäre es besser gewesen, aber ich einfach nicht mehr mögen. Ja, einfach nicht mehr mögen. Trotzdem, Simon Weiss, der ist aktuell der neue Führende, und zwar, weil er bis jetzt am weitesten gekommen ist. Er holt sich also schon mal Gratulationen ab, aber es kommen ja noch zwei, und zwar sind das die beiden Besten. Wird der letzte Parkour doch noch geschafft und den Mount Midoriyama bezwungen? Ich glaube, ich muss jetzt dann irgendwann schnell in ein Zelt hinhocken, ein Sauerstoffzelt. Weil, obwohl wir hier oben wenig Sport machen, wir gehen langsam den Sauerstoff aus. Michael Rindisbacher aus der Ostschweiz, aus St. Gallen, schon bei Ninja Warrior Deutschland, ganz weit vorne gewesen. Und also beste Voraussetzungen, um auch hier vielleicht den Bezwinger vom Mount Midoriyama zu werden. Gib ihm, Michi, gib ihm, und zwar Saures. Jetzt auch mal schauen, was da passiert an der Himmelsleiter. Das sollte für ihn kein Problem sein, ist ein Hindernis, das er kennt. Wenn er trainiert, wenn er schon x-mal gemacht hat, und das sieht man. Jetzt kommt es drauf an. Was passiert an der doppelten Hängebrücke? Auch das ist ein Hindernis, das er, wenn er frisch ist, und das ist er im Moment gerade, locker kann bezwingen. Oh ja. Ja. Oh ja. Schau jetzt, ein Street-Workout-Typ, der extra Griffkraft trainiert, auch für Ninja Warrior. Ja, es ist unglaublich. Und auch er wird es schaffen, wenn er da nicht abgeworfen wird. Hebt die Michi. Am Rollbalken. Ja, souverän. Souverän. Wie ein Klettverschluss. Fast noch ein bisschen besser. Und jetzt noch schnell die Gewicht auflupfen. Der Mann hat Masse, ist schwer, ist gross und rockt das jetzt locker durch. Und vor allem ist er richtig schnell. Wow. Schau mal die Zeit an. Er hat jetzt noch 20 Sekunden. Zeit für einen Kaffee. Und drückt jetzt den Graz. Und er wartet noch, er macht das sehr gescheit. Ja, das ist intelligent. Er weiss, er hat noch ein bisschen Zeit. Nachher gibt es nur noch 30 Sekunden. Das ist Ninja-Erfahrung. Hindernis, das macht ihn zu einem weisen Ninja. Das ist Ninja-Erfahrung. Und jetzt hat er ab jetzt 30 Sekunden, bis er an der Crazy Kletterwand starten muss. Vom Zehnmeister zum vielleicht Ninja. Michi Rindisbacher aus St. Gallen. Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Es ist so spannend. Und ich sage dir, sein Bruder ist mit im Publikum und ist richtig stolz. Sein Bruder nämlich auch bei uns angetreten. Aber er hat es leider nicht ins Finale geschafft. Und los geht's an der Crazy Kletterwand. Auch das Element kennt er ein bisschen aus Deutschland. Wow, ja gut. Und es sieht richtig gut aus. Da ist der Abstand. Nein! Ja, damit ist also ein weiterer Top-Favorit gescheitert, aber es ist echt eindrücklich, was der Michael Rindisbacher der Schweiz hier auf dem Parkour gezeigt hat. Damit bleibt also nur noch einer, der den Mount Midoriyama wirklich bezwingen könnte. Bevor es aber zum grossen Showdown kommt, hören wir vorher noch, was der Michael der Nina sagen hat. Ja, Michael, du bist tatsächlich schon Ninja Warrior erfahren. Was bedeutet das? Es gibt ja jetzt eine Community überall, weltweit. Was bedeutet das für dich, dass du in der Schweiz bis im Finale gekommen bist? Ja, das freut mich extrem. Ich bin glücklich, dass ich so weit gekommen bin. Schade, hat es nicht für mich gelangt, aber ich bin sehr zufrieden. Danke. Papa sagt Kondom. Mama sagt Pille. Ich sage Überraschung. Punk sagt Anarchie. Pop sagt Beat it. Ich sage Let it be. Er sagt dies, sie sagt das. Ich sage Arona. Der neue Seat Arona. Do your thing. Zurück
Alpine Ninja Warrior Switzerland. Und in wenigen Augenblicken wissen wir also, ob jemand Türen zum Mount Midoriyama aufstoßen kann oder wer Last Man Standing wird. Im Moment wäre das Simon Weiss und nur noch einer kann ihm den Titel wegnehmen, Dominik Karlin. Er hat überschüssiges Material in der Garderobe gelassen, sieht man da. Man könnte froh sein, dass er die Hose mitgenommen hat. Der spart natürlich alles Gewicht. Und jetzt sind wir da gespannt, was er der Himmelsleiter erreist. Er ist der zweitjüngste in diesem Finale, er ist Serener. Okay, das ist eine Ansage. Und ja, die Himmelsleiter meistert er, yes, mit Bravour. 90 Sekunden, das sind die schnellsten 90 Sekunden für den Dominik Karlin. Und da kommt er so etwas von über. Versucht es gerade noch mit dem Schwung. Jetzt ist es gegangen, wunderbar. Kannst du noch weiter führen? Ui, und bei ihm, es tut ihm schon weh. Ich glaube, es tut ihm schon weh, diesen Oberarm. Dem tut alles weh, Chris. Da kommt er noch mal durch. Der jetzt Hector muss er gehen. Beine überschränken. So. Aber gerade noch so gut gegangen, Zeit aus dem Faktor. Es ist unwahrscheinlich. Ninja Warrior Switzerland, auch der Dominik Karlin kommt in die letzte Stage. Stage 3 vor Mount Midoriyama. Und jetzt nochmal. Hände durchschütteln, schauen, dass möglichst viel Sauerstoff in die Bizeps und Trizeps und Schultermuskulatur kommt. Ein Riesenathlet, ein Vorzeigeathlet, definitiv. Schau mal den Körper an, wie aus dem Bilderbuch, wie aus dem Katalog. Und jetzt noch 5 Sekunden und dann geht's an die crazy, und es ist wirklich crazy, Kletterwand. Meine Nerven. Die ganze Schweiz fragt sich, ob er das und 2 weitere Hindernisse überwinden kann, damit das Ticket für den Mount Midoriyama löst. Dort oben warten 100'000 Schweizer Franken. Dominik Karlin an der Schlüsselstelle und... Nein! Nein, der Dominik Karlin scheitert und an dieser Stelle ist klar, der Simon Weiss ist unser Last Man Standing und zwar der erste von Ninja Warriors Switzerland. Ganz herzliche Gratulation, Simon Weiss! Das ist nachzeitlich die Stimme. Schaut euch mal an, wie der sich feiern lässt. Und das macht er zu Recht. Er hat alles gegeben. Zuerst in der Vorrunde, dann in der Finalqualifikation und jetzt ein so einen Finallauf. Was geht in deinem Kopf vor? Ein wunderbares Gefühl. Ich kann es noch nicht ganz fassen, aber ich freue mich riesig. So einen Titel kann man ja nicht alltag gewinnen. Das kann so schnell auch niemand nehmen. Was macht dich zum besten Athlet in der Schweiz? Zum besten Ninja Warrior in der Schweiz? Schwierige Frage. Ich denke, schlussendlich hat die Griffkraft entschieden, dass wir am längsten haben können. Das kannst du jedem empfehlen, da mitzumachen? Definitiv, ja. Machen alle mit. Alle, die irgendwie in der Freizeit sportliche Aktivitäten machen, klettern, Kletturnen. Machen mit, es ist lustig, es macht mega Spass. Und wenn nicht fangen an klettern und turnen will, dann wird man so jemand wie du oder wie ihr alle. Ihr seid alle grossartig. Sie danken euch viel, viel mal. Ihr habt diese Show zu dem gemacht, was sie ist. Respekt! Simon, weil sie so schön war und leider so schnell vorbeigegangen ist, weil du immer so pressiert hast, schauen wir jetzt deine schönsten Momente miteinander an. Sehr gerne, ja. Simon Weiss, das war unglaublich. Beste. Mit Ninja Warriors. Respekt.
auch noch einen Geschenkgutschein im Wert von 2'000 Franken von Ochsner Sport, wo du dich kannst für deine sportlichen Aktivitäten komplett ausrüsten. Ganz, ganz herzliche Gratulation. Das ist sie also gewesen, die erste Staffel von Ninja Warrior Switzerland. Wir danken dir von Herzen für deine Leistung. Allen grossartigen Athleten, die wir haben in der Schweiz. Yeah, wir haben es ihnen gezeigt. Ein fantastisches Publikum. Und natürlich euch allen zu Hause fürs Zuschauen. Und wer nicht mag warten und aus Überanstrengung, logischerweise, einen Zuckerschub braucht, für den. Für die haben wir jetzt ein richtig leckeres Ninja-Zückerli parat. Heute in zwei Wochen legen wir nämlich nochmal so richtig Charity oben drauf. 18 prominente Persönlichkeiten wagen sich über den von uns so lieb gewonnene Hindernisparcours. Wir wünschen euch von Herzen einen wunderschönen Abend und denken dran, in jedem von euch steckt ein Ninja! Da sind es nochmal die schönsten Momente aus der ersten Staffel Ninja Warrior Switzerland auf TV24. Nach jedem Obstacle, wo ich irgendein Lachen auf dem Gesicht habe. Das macht es hoffentlich intelligent, mit den Stecken und Stecken schon weit vorne rein. Das ist das, was ich immer sage. Das ist hart, weißt du, du schaffst ein Jahr auf das hin und danach nimmt es dich raus. Ninja Warrior Nation. Nein! Paulinho Maria! Nein! Da ist er! Boom! Nein, look, Füße, Füße! Achtung, Schlüsselstell, was passiert? Das Holzer! Das... Ja! Wenn euch die Wiederholungen nicht gelangt haben, spulen wir einfach zurück. Es lohnt sich. Ninja Warrior Switzerland wurde präsentiert von Seat mit dem neuen Arona. Do your thing. BWT. Bestes Wasser zum Trinken, zum Duschen und für Pools. BWT. Europas Nummer 1 der Wasseraufbereitung. Update Fitness und Ochsner Sports.